Hallo ihr Lieben, mein Name ist Janine und ich begrüße euch heute recht herzlich aus eurem Yogakursraum vom Fitnesspunkt. Neben der Marie habe ich euch heute auch die Tanja mitgebracht. Die Tanja kenne ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren, mache mit ihr auch schon ganz, ganz lange Yoga und habe auch von ihr schon ganz, ganz viel lernen können. Wir werden heute ganz, ganz viele Highlights dabei haben, zum Beispiel die Krähe, keine Angst davor. Und dann würde ich sagen, wir bereichen das Mikro und die Tanja erzählt auch noch so ein bisschen, worauf es heute ankommt. Viel Spaß, ihr Lieben. Hallo, ich bin die Tanja. Janine hat mich ja schon vorgestellt und ich wollte heute mit euch eine spontane, dynamische, halbe Yogastunde machen. Lasst euch überraschen. Es wird etwas spannend und lustig. Wichtig ist, dass man einfach mit Freude dran geht, nicht verbissen und sich auch ab und zu mal wieder ein bisschen was Neues zutraut. Okay. Wir stehen am Anfang der Matte. Die dicken Zehen berühren sich gleich. Die Arme fallen breit auseinander. Wir schließen kurz die Augen, erden uns bewusst mit der Erde, ziehen so ein bisschen das Becken nach innen, ziehen die Krone nach oben und atmen drei tiefe Atemzüge ein und aus. Versuch ganz tief in den Bauch ein- und auszuatmen. Mit der nächsten Einatmung nehmen wir die Arme über die Seite nach oben, verbinden die Hände zueinander. Wir schauen nach oben, kommen in eine leichte Rückbeuge. Ausatmen, wir gehen in die Vorwärtsbeuge Uttanasana. Einatmen, wir schauen nach vorne. Und mit der nächsten Ausatmung kommen wir in den Liegestütz und halten. Zieht die Fersen bewusst nach hinten. Noch zwei Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung senken wir uns nach unten ab. Kommen von hier aus in die Kobra. Ausatmen, senken uns nochmal nach unten ab. Mit der nächsten Einatmung kommen wir nochmal in die Kobra, aber wir lösen die Hände mit und ziehen uns hoch. Zwei, drei, vier, fünf. Und ausatmen wir nach unten und mit der nächsten Einatmung kommen wir in den Vierfüßlerstand. Die Beine sind hüftbreit geöffnet, die Finger sind gespreizt und die Verbindung Schulter gibt eine Linie. Mit der Ausatmung kippen wir das Becken, machen einen richtigen Puckel, ziehen die Nase zur Brust. Einatmen gehen wir in die Gegenbewegung, in die Kuh, der Kopf geht nach oben. Ausatmen, wir werden nochmal richtig rund. Einatmen, nochmal in die Kuh. Ausatmen, nochmal richtig rund werden. Und mit der nächsten Einatmung kommen wir zurück zu dem neutralen Vierfüßlerstand, setzen die Fußspitzen auf und die Knie werden wir 2-3 cm vom Boden abheben und halten. Spürt, dass die Beine langsam warm werden und halten. Noch zwei Atemzüge. Von da aus schieben wir uns nach hinten in den Hund, der zu Boden schaut. Ihr könnt gerne mal die Füße links und rechts ein bisschen hoch und runter gehen, dass ihr euch mal so ein bisschen die Füße noch mal so ein bisschen dehnt, auch mal mit dem Po mal nach rechts und nach links. Kommt zurück in den ruhigen Hund. Gebt richtig Druck in die Hände, schiebt das Steißbein nach oben. Schaut nach vorne, kommt mit einem Schritt nach vorne in die Vorwärtsbeuge Uttanasana. Einatmen, nehmt die Arme über die Seite nach oben und atmet aus. Einatmen, kommt in den tiefen Sitz Utkatasana. Presst die Oberschenkel eng zusammen, Steißbein nach innen rollen
Arme rotieren leicht nach außen und haltet. 3, 4, 5. Ausatmen in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, kommt nochmal zurück. Tiefer Sitz, Utkatasana. 2, 3, 4, 5. Ausatmung in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, schaut nach vorne, zieht den Rücken lang. Ausatmen, kommt in den Liegestütz. Von da aus schiebt ihr euch nach hinten in den Hund, der zu Boden schaut. Einatmen, streckt das rechte Bein nach oben. Ausatmen, winkelt das Bein an und zieht das nach außen an eurer rechten Seite an den Oberarm. Ja. Halten. Einatmen, nochmal nach oben. Ausatmen, das Bein anwinkeln, entgegengesetzt und halten. Richtig hoch. Einatmen, wieder nach oben. Ausatmen, nochmal die rechte Seite und halten. Einatmen, wieder nach oben. Und ausatmen, das angewinkelte Bein vorne an eurem rechten Fuß, an eurer rechten Hand außen absetzen und dreht den Fuß leicht ein bisschen zur Seite. Haltet mit der rechten Hand, euch hier könnt ihr das ein bisschen wegdrücken. Hüfte. 2. Hintere Bein ist durchgestreckt. 3, 4, 5. Und wir kommen zurück in den Hund, der zu Boden schaut. Spürt mal nach, wie sich die rechte Seite und die linke Seite anfühlt. Einatmen, linke Bein nach oben. Anwinkeln außen. Einatmen nach oben, ausatmen entgegengesetzt. Einatmen nach oben, ausatmen nochmal nach außen. Einatmen nach oben und ausatmen außen an der Fußmatte, Außenkante, genau. Aufrichten, genau. Guckt, dass das hintere Bein durchgestreckt ist. Drei, vier, fünf. Hände wieder zum Boden bringen. Und wir schieben uns nach hinten zurück in den Hund, der zum Boden schaut. Spürt mal nach, ob beide Seiten sich gleich gut anfühlen. Einatmen, rechte Bein nach oben. Ausatmen, vorne zwischen eure Hände. Dreht den hinteren Fuß ein. Kommt mit der nächsten Einatmung in den Krieger 1. Lasst euch tief hineinfallen. Kommt von hier aus in den Krieger 2. Guckt, dass das Becken nicht nach außen, der Po nach außen geht. Leicht nach innen ziehen. Von hier aus gehen wir in den Reverse-Krieger. Der Blick geht nach oben zur Hand. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen tiefer in die Asanatten hineinsinken. Beide Hände wieder zum Boden. Und wir schieben das vordere Bein nach hinten in den Hund, der zu Boden schaut. Einatmen, linken Fuß nach oben. Ausatmen, vorne zwischen die Hände. Tritt den hinteren Fuß ein und kommt in den Krieger 1.
von hier aus in den Krieger 2. In den Reverse-Krieger. Wieder beide Hände zum Mund bringen. Hinteren Fuß nach hinten. In den Hund, der zu Boden schaut. Fünf tiefe Atemzüge. Drei, vier, fünf. Einatmen, schaut nach vorne. Kommt mit beiden Füßen wieder vorne am Anfang der Matte in die Vorwärtsbeuge. Ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Uttanasana. Und mit der nächsten Einatmen kommen wir mit den Armen über die Seite nach oben. Und atmen aus. So, ein bisschen Gleichgewichtssinn. Wir machen heute mal den Tänzer. Wir nehmen, ja, linke Bein ist das Standbein. Wir winkeln das rechte Bein an. Mit der rechten Hand gehen wir innen, halten wir uns innen fest. Die rechte Schulter zieht nach hinten. Beide Oberschenkel eng zusammen und eine gute Erdung. Einatmen, linken Arm nach oben und der linke Arm möchte nach vorne und das angewinkelte Bein möchte nach hinten. Und je höher wir das Bein strecken können, desto mehr können wir noch tiefer reingehen. Gut. Sucht euch einen Punkt aus. Und langsam auflösen. Super. Rechte Standbein. Linke Beine anwinkeln, von hinten festhalten. Erstmal die Länge, Stabilität. Linke Schulter zieht nach hinten. Den Arm nach oben mit der Einatmung. Und Ausatmung. Super. Drei, vier, fünf und langsam auflösen. Sehr gut. Einatmen, nehmen die Arme nochmal nach oben. Ausatmen, in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, wir schauen nach vorne. Ausatmen, wir kommen in den Liegestütz. Tiefer Liegestütz. Von hier aus in die Cobra. Ausatmen, noch mal tief. Einatmen, noch mal in die Cobra. Ausatmung zurück in den Hund, der zu Boden schaut. Rechte Bein strecken. Anwinkeln. Und wir drehen die rechte Hüfte zur Seite auf. Versucht immer mehr das Standbein, des linken, die linke Ferse mehr zum Boden zu kriegen. Streckt die Arme richtig durch. Super. Und wir drehen das Bein wieder ein, kommen zurück zum Hund und nehmen die linke Seite. Strecken, anwinkeln und dann die Hüfte zur Seite aufdrehen. Super. Drei, vier, fünf und wir kommen wieder zurück in den Hund. Einatmen, rechte Bein nach oben. Ausatmen, vorne zwischen die Hände. Wir drehen den hinteren Fuß ein, kommen erst noch mit der Einatmung mit den Beinen, mit den Armen nach oben. Ausatmen, rechter Arm um das angewinkelte Bein. Rechte Hand rotiert nach außen zur Pobacke. Linken Arm über die Seite. Und der Kopf zieht nach vorne. Sehr gut. Linke Schulter zieht nach oben.
2. Gut. 3. 4. 5. Einatmen, die Arme wieder nach oben nehmen. Ausatmen von hier aus in den Krieger 3. Wichtig ist, dass die linke Pobacke nicht nach außen rotiert. Hüfte auf einer Linie. Gut, wir bringen die Hände zum Boden und kommen im Standing Split. Versuchen, das Bein so weit wie geht nach oben zu ziehen, das linke. Ja. Gut. Und bringen das Bein zum Boden. Kommen in die Vorwärtsbeuge. Könnte mal alles loslassen. Wir nehmen die Arme noch mal über die Seite nach oben. Atmen ein. Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, wir schauen nach vorne. Ausatmen, kommen den hohen Liegestütz. Von da aus in den Hund, der zu Boden schaut. Einatmen, linke Bein nach oben. Nach vorne zwischen die Hände. Ja. Drehen den hinteren Fuß ein. Kommen mit den Armen über die Seite nach oben. Wir nehmen den linken Arm, winkeln den an. Setzen die Handinnenfläche nach außen zur linken Pobacke. Rechter Arm rotiert. Und wir kommen in den Seitenwinkel. Rechte Schulter zieht nach oben. Gut. 3, 4. 5. Einatmen, kommen wieder nach oben. Ausatmen in den Krieger 3. Super. Halten. Wir bringen die Hände zum Boden, kommen im Standing Split. Und von da aus in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Kommen Wirbel für Wirbel nach oben. Spürt mal kurz in euren Körper hinein. Gut, die Überraschung, die Krehe Bakasana. Wichtig ist, wenn ihr habt, nehmt euch einen Block als Sicherheit, dass ihr den euch vor euch flach hinlegt. Wir machen vielleicht mal kurz noch so eine Vorübung. Wir gehen mal in die Hocke, setzen die Füße so ein bisschen nach außen, gehen einfach mal in die Hocke und versuchen die Hände an, genau, in der Namaste-Haltung. Ja, genau. Kommen so ein bisschen zur Ruhe. Okay. Die Hände links und rechts. Neben dem Block, die Füße etwas enger zusammen. Hände ganz fest in den Boden pressen. Erstmal in die Hocke gehen. Dann auf die Zehenspitzen kommen. Die Arme anwinkeln, dass die Kniekehle auf den Oberarm kommt. Hochkommen. Dann nach vorne. Und vielleicht bleibt ihr auch hier. Das ist auch schon okay. Ne, immer mal so, wenn ihr euch traut, könnt ihr auch versuchen, dass die Füße den Boden abheben. Super. Der Block ist nur dafür da, dass man nicht die Angst hat, dass man mit dem Kopf auf den Boden kommt. Super. Hat es bei euch geklappt? Sehr schön. Okay, versuchen wir es noch einmal. Hände spreizen. Auf die Zehenspitzen kommen. Die Arme anwinkeln. Versuchen, die Kniescheibe auf dem Oberarm zu bekommen und das Gewicht nach vorne zu verlagern. Und vielleicht heben sich die Füße ab. Okay.
Okay, gut. Dann setzen wir uns mal kurz hin. Ziehen die Pobacken so ein bisschen links und rechts nach hinten. Bringen die Hände links und rechts auf den Boden. Und schließen mal kurz die Augen. Und versuchen wieder ruhig zu atmen. Dann öffnen wir die Augen, ziehen die Arme nach vorne und rollen uns Wirbel für Wirbel nach unten ab zum Boden. Die Arme links und rechts, genau, fallen nach außen, die Füße fallen nach außen und lasst alles los. Spürt, wie der Hinterkopf ganz schwer wird, wie er sanft in die Matte hineinfällt. Die Schultern werden ganz weich, die Arme werden ganz schwer und weich. Der Oberrücken ist ganz entspannt. Diese Entspannung geht tief hinab in den unteren Rückenbereich. Die Beine werden ganz schwer und fallen auseinander. Die Waden entspannen sich und ihr spürt nur noch die Fersen auf dem Boden und lasst alles los. Und genießt euer Shavasana. Ganz sanft kleine Bewegungen in eure Füße, in eure Hände. Reckt euch, streckt euch. Vielleicht macht ihr euch noch mal ganz lang. Oder ihr stellt die Beine auf und zieht die ganz nah zu euch ran. Macht euch noch mal ganz klein, lasst euch zu einer Seite fallen, zu eurer Lieblingsseite. Und verweilt hier noch mal für 2, 3 Atemzüge. Wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr über die Seite noch mal kurz in eine aufrechte Sitzposition kommen. Könnt die Hände ganz entspannt auf eure Oberschenkel legen. Schließt noch mal die Augen, spürt noch mal in euren Körper hinein. Wie fühlt der Körper sich jetzt nach der Yoga-Praxis an? Öffnet langsam wieder die Augen, nimmt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmung, Hände vor euer Herz. Und Namaste. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgemacht habt und ich hoffe, dass euch die Stunde gefallen hat. Bis irgendwann. Tschüss.